Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Enderal und immer noch hier vor dem Haus der Apothekari, die ja sehr hübsche blaue Beleuchtung haben. Leider konnten wir nicht mit irgendjemandem darin reden, obwohl ich das gerne getan hätte. Ich habe jetzt gedacht, ich gehe jetzt einfach mal in die Glimmerstaubgasse, mehr als sterben kann ich nicht. Ja, wenn wir schon hier unten sind, müssen wir uns doch mal ein bisschen genauer umgucken. Oh, dunkel. Schleichen. Ich trau mich hier nicht. Ah, da ist wieder so ein Viech. Oh, da ist wieder so ein Viech. Da ist wieder so ein Viech. Ich habe echt Schiss, dass ich sterbe, wenn ich die angreife jetzt. Die war ziemlich heftig. Ratte. Gucken, dass ich schön... Oh Gott, meine Ausdauer ist ziemlich weit unten. Oh, aber dieses Schwert, da bin ich echt dankbar für. Bin ich wirklich dankbar für. Yay, Level up! Ja, ich müsste eigentlich mal wieder Mana leveln. Aber angesichts der Tatsache, dass wir gerne unsere Ausdauer und Lebensenergie verlieren, gehe ich jetzt vielleicht erstmal auf... unsere Ausdauer ist immer sehr schnell runter, ne? Aber die Lebensenergie auch. Machen wir mal hier. So. Vitalität. Okay. Direkt ein Quicksilver am Anfang. Super. Irgendwie ist dieser Ort mir nicht geheuer. Oh Gott. Ist das ein... Das ist doch so ein... Aber er ist nicht... Doch, er ist wohl Gegner. Okay. Ein Bad hier. Wow. Boah, die ist zu groß. Oh no, es sind doch noch zwei. Wo kommen die denn her? Wieso sind hier zwei Wattiere? Oh Gott. Ja, ich habe jetzt gerade aufs Menü geklickt, weil es schneller ging. Es ist schnell einen davon. Schnell einen davon. Das werde ich trotzdem nicht schaffen. Ja, zwei Wattiere auf einmal. Ach du Schande, warum sind denn da Wattiere? Ich dachte, das wären... Ich dachte, hier wäre... Oh Gott. Ist da was? Ich glaube, ich gehe wieder. Ich gucke mal eben hier, aber... Wow, no. No, 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 no. Zwei von denen sind echt heftig. Ich bin froh, dass ich den einen da geschafft hatte. Wahrscheinlich bräuchte ich... Also die beiden Waffen mit dem Feuerschaden sind natürlich echt gut, ne? Okay. Ich könnte ja mal dem Typ da seinen Schlüssel bringen. Einen Groschen. Bitte nur einen. Geht's denn? Da ist die Mine, ne? Geschlossen. Ja, die Mine ist geschlossen. Das hatte ich auch schon festgestellt. Es brennt. Oh. Entschuldigung. Ich muss mal vorbei. Falscher Weg. Durch die Suppe möchte ich nicht laufen. Ist auch ein Fleischmadenkranker? Nein. Boah, diese Fleischmadenkrankheit, allein schon der Name, klingt ja sowas von ekelhaft. Ich wollte nicht in die Leichengrube. Ich wollte nicht in die Leichengrube. Ich habe gedacht, da geht's raus. Ich habe mich jetzt gerade nämlich, glaube ich, gnadenlos verlaufen. Oh, schon wieder eine? Oder ist das doch die Leiche von der anderen? Ich weiß es nicht. Ich gehe mal wieder zurück, weil ich wollte ja sowieso woanders lang. Ich möchte ja wieder in die normale Stadt. Also die Unterstadt ist sehr spannend, würde ich sagen. Bietet sicherlich auch einiges hier noch zum Erkunden. Werde ich auch noch alles machen, so nach und nach.
hier wieder raus? Das könnte sein. Ja. So. Und vom Barackenplatz, dann weiß ich ja wieder, wie ich rauskomme. Okay. Die Unterstadt ist, finde ich halt faszinierend, dass es die zum einen gibt und zum anderen, dass sie so weitläufig ist, ne? Das erwartet man halt nicht unbedingt. Da geht's auch noch weiter. Hier kann man wahrscheinlich noch viel mehr erkunden und... Geht weiter! Ey, seid doch nicht immer so pumpig! Die pumpen einen immer echt alle an. Alle. Okay, hier gibt's normale Ratten. Die sind immer noch eklig genug. Geht's hier weiter? Ja. Auf jeden Fall sehr cool. Also muss ich wirklich sagen, sehr cool gemacht. Hier? Ich glaube hier, ne? Ja, da. Einen Ober. Ja, ich habe dir schon was gegeben und jetzt bin ich wirklich ein bisschen, ne? Ich habe hier schon 100. Groschen für die Fleischmadenkranken und so weiter. Okay, ich bin jetzt froh, wenn es jetzt gleich wieder Tag ist draußen. Müsste eigentlich mittlerweile, ne? Ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt im Spiel verstrichen ist. Ich habe da nicht ganz drauf geachtet. Müsste ich mal gucken. Auf jeden Fall habe ich so ganz langsam das Gefühl, dass wir... Oh ja. Ach, ist das schön. Also hier, ne, die Farben und alles, da denke ich immer, das kann dann optisch schon fast so ein ganz klein bisschen mit dem dritten Witcher-Teil mithalten. So an manchen Stellen, je nachdem, wie das Sonnenlicht hier reinfällt und... Wow, ist das da oben der Sonnentempel? Das ist mir ja gar nicht aufgefallen. Das ist ja krass. Da ganz oben? Wahnsinn. Oh, das Haus hier ist ja hübsch. Ah, das ist das Museum. Ah. Ja, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch rein. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich muss ja jetzt hier das Milbad. Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Wahrscheinlich auf den normalen Markt. Ah, hier ist immer noch das... Das finde ich einfach total klasse, dass der Typ hier malt und halt was ganz anderes malt, der oder die Type. Das malt, was ganz anderes malt als hier eigentlich, ne? Querblick? Sorry, ich muss einmal rein. Interessante Namen und so. Das ist eine Galerie. Aber irgendwie malt derjenige gerne das gleiche Bild, ne? Burne Jones oder Rossetti? Die stehen alle auf ihr Friedenskraut hier. Das Bild ist da hinten auch und das auch. Ja, es ist schade, dass die Bilder sich so ein bisschen wiederholen. Das hier ist spooky. Und das liegt draußen, steht draußen auch schon. Okay. Wow. Ist ja riesig hier oben. Geiles Atelier, würde ich mal sagen. Wo ist der Typ denn? Ich habe ihn doch gerade gehört. Was ist das? Ausstellungsbeschreibung, okay. Betrachtet in diesem Raume die fabelhaften Werke, die von einem nerimesischen Wanderkünstler angefertigt und von Maximus Bananasplitus nach Enderal gebracht wurden. Mhm. Klar. Sieht ein bisschen aus wie Godzilla. Hat auch wieder was... Präraphaelitisches. Also das ist definitiv präraphaelitisch. Also entweder Burne Jones oder Rossetti. Wo ist der? Ich finde es etwas gruselig, dass ich jemanden singen höre und ihn nicht sehe. Weil er weder hier oben noch unten ist. Hallo? Anybody home? Hier ist noch eine Tür. Ah, hier ist noch eine Tür. Da hinten.
Lass dir immer so viel Fleisch jetzt da. Eine schöne Pfeife, Friedenskraut. Warum muss das Zeug so teuer sein? Nein. Ist ja witzig. Okay, man kann leider nicht rein und mit ihm reden. Okay. Merkwürdige Dinge hier, merkwürdige Dinge. Okay. So. Mit dem Elementaristentalent Arktiswind eingefrorene Gegner können zerschmettert werden. Stumpfe Waffen, bestimmte Relikte oder Blitzzauber erhöhen die Chance darauf. Sehr schön. Ja, Elementaristen. Ja, ja. Elementarmagie mit... Hauptsächlich möchte ich in Richtung Feuer gehen, aber Arktiswind klingt auch gut. Das Problem ist, ich finde mal alles Mögliche zusammen so toll, ne? Also... Feuermagie, Eismagie ist super. Mal fast zum Gruß. Dann ganz eindeutig auch mit Giften hantieren ist immer sehr cool in diesen Spielen. Gibt so viele, viele Möglichkeiten. Ja, viele Ladescreens, das ist der einzige Nachteil. Auch wenn immer hier sehr hübsche Vignetten eingeblendet werden. Und manchmal der Text ja auch was Neues bietet. Kauft und lest Lehrbücher. Während ihr anfangs noch ungeschult einen Kampf überstehen könnt. Okay. Ja, ist ja klar. Ne? So, ach, der stand da vorne rum, ne? Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt... Wir kriegten ja von irgendwas von ihm Lehrbücher. Nicht, wo ihr Platz in der Welt ist. Müsste ich mal vielleicht kurz vorher einen Blick drauf werfen. Was? Oh. Oh. Wo ist Milbert? Den ja, ist jetzt eine... Nein, muss ich jetzt tatsächlich... schade, es wäre zu schön gewesen. Jetzt muss ich wieder in die Unterstadt, ne? Super. Ja, Silas war doch seine Schwester, ne? Ja. Als ich Milbert den Schlüssel bringen wollte, fand ich dort, wo sein Karren stand, nur eine Blutspur. Könnte Sila dahinter stecken? Vielleicht kann ich in ihrer Behausung Hinweise finden. Ja. Ist jetzt die Frage, ne? Steckt die dahinter oder nicht? Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ja, 3% nur noch. Sehr gut. Das ist gar nicht so einfach jetzt mit Einhand oder Zweihand. Aber ich habe jetzt schwere Rüstung auf jeden Fall schon. Ich glaube, ich habe auch mehr schwere Rüstung ausgerüstet. Ne? Ich gucke jetzt mal gerade. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe das. Das ist auch schwer. Na, ich habe eine Kombo aus leicht und schwer im Augenblick noch. Die Maske ist schwer und der Harnisch ist leer. Schwer. Leer. Aber das ist beides leicht. Ich meine, sowas wie die feinen Armbänden in leicht, ne? Das wäre natürlich geil, wenn ich sowas kriegen könnte mit so hohem Rüstungswert. Vergleichsweise hohem Rüstungswert. Für eine komplette Rüstung in leicht. Wäre natürlich nicht schlecht, aber im Augenblick finde ich leichte Rüstung oder finde ich die Kombo ganz gut. Ach genau, 7 Groschen haben wir noch. Oh Gott. Madame? Ja. Ja, weil wir eben halt da die 100 Groschen... Okay, die gehen jetzt alle zur Arbeit, würde ich sagen. Geht weiter. Wer ist das? Aha. Ah, können wir hier vielleicht... Wo habe ich denn meine Kiste? Wo steht meine Kiste hier unten? Es war irgendwo gar nicht so weit weg. Ich meine, es war irgendwo hier im fremden Viertel auch, oder? Hier. Na, guck mal. Wenn man vom Teufel spricht. So, jetzt gucken wir doch mal gerade. Was haben wir denn hier? Eisenclaymore? Eisenschild. Festlederrüstung. Aber da brauchen wir 20 Handwerk für. Kleinen Rucksack haben wir schon. Stahlharnisch. Handwerk 20 erforderlich. Aber auch jetzt nichts, ne? Ach, den haben wir ja hier drin noch. Ja, vielleicht sollte ich mal ein bisschen von dem Zeug hier rausnehmen und verkaufen. Ja,
Den müsste ich mal gucken, ob ich den zerlegen kann. Aber festigt Lebensenergie um 10 Punkte brauche ich eigentlich nicht den Zauber so unbedingt. Ja, was haben wir denn? Undum Einzelteile? Ich weiß nicht genau, wofür man die braucht. Ich könnte mal ein bisschen was reinschmeißen, so. Weitere Sachen. Das ist auf jeden Fall Einzelteile. Ja, alle. Ein bisschen weniger mit mir rumschleppen. 7 Groschen. Ja, immerhin sind die gefüllt, ne? Ne, der ist leer. Die sind alle leer. Ich habe nur den noch gefüllt. Ich muss unbedingt was machen. Ich werde das, glaube ich, mal offscreen auch machen mit der was? Tresorschlüssel? Achso, das ist der Tresorschlüssel. Ja. Irgendwas noch für die Truhe? Ich glaube eher nicht. Das nehme ich erst nochmal alles mit mir mit. Okay. Ja, das werde ich dann mal offscreen wirklich machen. Mit den ganzen Bauplänen. Muss ich auch gucken, welche ich vielleicht doppelt habe. Ich will jetzt gerade mal was gucken. Das sind alles die Sachen, die man ohne Bauplan machen kann. Also Goldschmuck und so. Und Silberschmuck. Aber für alles andere braucht man dann einen Bauplan, schätze ich. Da irgendwas? Den Bogen könnten wir damit machen, okay. Ja, das ist ja, Waffen, die verzaubert sind, gehen ja nicht. Okay, dann muss ich hier demnächst mal wirklich richtig handwerken. Merken, wo das Handwerksding ist, ist unsere Kiste. Ist eigentlich super platziert. Aber jetzt muss ich wohl mit Sila nochmal sprechen. Nicht Silas, sondern Sila. Das heißt, ich muss wieder in die Unterstadt. Bisschen viel hin und her, ne? Bisschen viele Ladescreens. Aha. Okay. Kurzen Cut. So, da ging gerade mein Telefon. Ja, das passiert ja schon mal so an Neujahr, ne? Ich war auf dem Weg in die... Genau, in die Unterstadt wieder. Jetzt war ich ganz aus dem Konzept. Die Bank. Wir könnten natürlich mit dem Tresorschlüssel, den wir haben, jetzt einfach in die Bank latschen. Aber das ist so unehrlich. Ja, ist nicht einfach. Es ist nicht einfach, gut zu sein. Ich hoffe, das Spiel stürzt mir jetzt nicht ab. Das war jetzt die ganze Zeit quasi im Hintergrund aktiv, während ich telefoniert habe. Ganz, ganz schlechte Sache. Nein, es lädt. War das, ne? Ich fand das auf jeden Fall hier sehr, sehr schön. Diese Ecke hier, die gefällt mir total gut, so. Das wäre sowas, das fände ich toll, wenn hier ein Haus wäre, in dem man wohnen kann. Auch wenn hier der Galgen direkt, ja gut, der ist hier wegen der Unterstadt wahrscheinlich, ne? Also. Da wohnt ja der ein oder andere Galgenstrick. Musste ich kurz husten. Ich hoffe, ich habe das. Ich muss das mir eben mal aufschreiben. Ich muss das nämlich dann rausschneiden, den Ton. Ja, ist manchmal blöd. Ich kann jetzt den Ton irgendwie nicht so muten, wie das vorher ging. Dann.
unterbricht er komplett die Tonaufnahme, habe ich festgestellt, wenn ich das nicht aufnehme. Einen Groschen mit am Stummschalten habe ich noch nicht herausgefunden. Es tut mir leid, aber ich habe jetzt selber nur noch 7. Ich bin jetzt selber arm. jetzt bin ich mal gespannt. Wird da was rausfinden. Oh, ich hoffe, dass wir da jetzt nicht irgendwie den Mega-Kampf machen müssen. Okay. Ich wollte gerade sagen, ein schwarzer Ladescreen. Die sind, finde ich, immer ganz schlecht bei Theater am Steinbrunnen. Der Wegelose im dunklen Gewand. Ambros Hinkebein als Scharlatan. Sehr schön. Das ist geil. Also das finde ich total super, diese Plakate überall und ja. Ich bin jetzt mal gespannt, ob wir jetzt was rausfinden. Geht weiter. Oder ob es wirklich nur... Ich meine, möglicherweise hat sie ja tatsächlich gar nichts damit zu tun, aber ich weiß es nicht. Ich denke mal, sie ist ziemlich verzweifelt. Sie da unten. Ich weiß ja nicht, wieso sie in der Unterstadt überhaupt lebt, wenn, also ich denke mal, da hätte man auch eine andere Lösung finden können. Sie hätte sich da, denke ich, auch um eine andere Lösung bemühen können. Vielleicht mal einfach ein bisschen ja. Weitergehen. Der Vater wird schon wissen, was... Du gehst doch weiter. Ja, der Vater wird schon... Ja, ja, das ist hier so eine... Lasst mich! Lasst mich! Geh doch gar nicht! Tu dir doch gar nichts! Okay. Au! What the? Ich bin vergiftet. Das ist ganz schlecht. Autsch! Heilen? Keine Ahnung, ich nehme mal das. Habe ich noch einen Heiltrank? Keine Ahnung. Ja, habe ich. Oh Gott. Ich wollte gerade noch mal ausholen, aber das ging nicht. Boah, die Scheißdinger, die habe ich in... Oh, wie heißen die noch? Die habe ich auf jeden Fall gehasst in Skyrim. Weil die einen vergiften und... ja, toll. Oh Gott. Ich bin schon wieder vergiftet. Habe ich irgendwas, was ich machen kann, was mir was hilft gerade? Der Ring hilft mir nicht. Das hilft mir alles nicht. Ich könnte natürlich mal das nehmen und... das hat noch Ladung. Das hat Ladung. Das hat Ladung. Okay. Jetzt mal schnell. Habe ich irgendwas, was gegen Gift hilft? Giftschaden? Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt was nützt, wenn man das einwirft. Anfälligkeit für Frost? Nein, 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 nein. Widerstehen. Feuerwiderstand. Sieht nicht gut aus. Jetzt muss ich mal einen anderen... Giftschaden. Nee, es ist nicht das Richtige. Okay. Das hilft nicht jetzt gerade. Habe ich denn hier irgendwie ein Gegengift? Krankheitsheildruck. Festigen wir mal die Lebensenergie. Nehmen wir von ein. Ja, ich weiß, es steigt wieder. Nehmen auf jeden Fall einen davon. Oh Gott. Stellt 10 Punkte Leben wieder her. Nehmen wir. Der Rest hilft natürlich nicht, weil es nur, weil es nicht im Kampf geht, sondern nur außerhalb des Kampfes. Aber festigt 15 Punkte aus. Nehmen wir auch nochmal. Ja. Mana habe ich gerade nicht das Problem mit, aber... Scheiße.
Ich bin so gut wie tot. Das ist Abgift. Ich gucke jetzt gerade nur noch auf den Lebensbalken. Und ja, ich habe keine Chance gegen das Gift. Scheiße. Nein, wir machen das jetzt anders. Wir laden... da. Ja. Da muss ich vorher wechseln. Bevor ich da reingehe. So. Wir wechseln mal ganz schnell auf... Das war, glaube ich, das... Ich könnte natürlich auch Feuer, aber weiß nicht, ob das irgendwas hilft. Wenn ich den... Geht weiter. Nee, falsch. Kann ich das Ding beschwören? Ja. Okay. Keine Ahnung, wie gut die ist. Das wird sich jetzt gleich zeigen, wie gut die ist. Wo ist denn der Schild da? Nee? Oh, jetzt ist die Waffe weg. Scheiße. Oh Gott, das hasse ich, wenn das passiert. Jetzt habe ich gerade die Schlachtaxt beschworen und es bringt nichts. Ja gut. Nochmal ein Quicksave machen, gucken wir mal. Mich gerade nicht. Irgendwas zu tun. Warum kann ich gerade nicht... Ich hab doch... Ich wollte gerade sagen. Gerade diesen blöden... Oh Gott. Der hat mich schon wieder fast down hier mit seinem Gift. Ja, keine Chance. Da kriege ich nichts mehr gegen. Nee. Okay, ich mach das anders. Ja, ich glaube, hier muss ich ein andermal hinkommen. Ich habe keine Chance mit dem Gift und... Was mit dem Schwert habe ich nicht, oder? Ich meine, ich könnte es jetzt nochmal probieren, aber der vergiftet mich ja sofort und ich kann nicht... Ich glaube, wenn ich geblockt halte, wenn ich da drin bin... Nee, der hat mich trotzdem vergiftet. Ganz schnell einen Genesungstrank einwerfen. Wo habe ich einen Morgenlufttrank? Weil Ausdauer. Ich bin fast tot. Schon wieder. Es ist doch echt schön. Ausdauer mehr. Gott. Meine Herren. Ich war jetzt echt kurz davor zu... Und er hat nichts. Dreck. Gut, ich muss was essen. Eintopf und Fleisch nehme ich jetzt einfach mal so. Verdammte Hacke. Boah. Quick save. Bevor irgendwas passiert. Durchsuchen Brote leer. Hallo? Ja, das nehme ich mir jetzt einfach mal. Ich nehme jetzt alles mit, was ich mitnehmen kann. An solchen Dingen. Ja. Bücher. Nehmen wir Omet, kann man verkaufen. Keine Ahnung. Interagieren Bild. Mhm. Ein Bild, das Sila wohl wichtig gewesen zu sein scheint. Okay. Ach, das ist dieser, ja, dieses Zeug, dieses Gift, was sie da, diese Droge, die sie da, aber wo ist sie, ne?
das ihre Behausung? Ah, Moment, Papier. Was ist das denn hier? Das Papier ist schmutzverkrustet und von blauem Puder bedeckt. Die Handschrift ist krakelig, wie von zittriger Hand geschrieben. Gunam, Neta Kerl, einer von den Sichelfritzen, scheint öfters kommen zu wollen. Rücksichtsvoll und hat immer gezahlt. Warm halten. Okay, ich weiß, was sie gemacht hat. Lambert wollte nicht, dass ich seinen Namen rausfinde, hat sein Amulett mit dabei. Dachte wohl, eine ranzige Hure kann nicht lesen. Haha, Überraschung. Ist wohl Novize. Als würde mich das einen Scheißdreck scheren. War etwas rau, als wir es getan haben, aber hat gezahlt. Ist kein übler Kerl, glaube ich. Meiser Darius, Oberstädter Schnösel und besteht darauf, mit Meiser Darius angeredet zu werden. Wollte mich letztes Mal ums Geld prellen. Hab ihn mit Roko gedroht. Glaub nicht, dass er wiederkommt. Ist das... Okay, ist das jemand, der hier auch mit bei ist? Oder ist das jemand, mit dem sie sich das hier teilt? Oder ist das ihr eigenes Zimmer, in Anführungszeichen, frage ich mich jetzt gerade. Ist auf jeden Fall ein sehr trübsinniges Leben, wenn ich das mal so anmerken darf. Also, ne? Da gibt es sicherlich, da gäbe es sicherlich andere Möglichkeiten, wenn ihr Bruder nicht so egoistisch wäre. Aber ich frage mich ja, wo das Viech jetzt herkam. Ich gehe ja nicht davon aus, dass sie das hier platziert hat. Also, Einen Groschen, Madame. Bitte nur einen. Okay, jetzt müsste ich rein theoretisch nach Seeheim. Nee, da geht's zum Leichendingsbums. Da geht's zur Mine. ich habe schon wieder vergessen, wo ich lang muss. Weitergehen. Nee, doch nicht. Da geht's doch nicht zur Mine. Sorgbahn und Söhne. Geh ich nochmal eben rein. Das wäre alles stehlen, ja. Gucken wir mal hier. Sorgbahn Schmauchfeuer. Ja, hallo? Hallo, ich will mit dir reden. Geht das nicht? Ich glaube, er ist verbuggt. Das hat ihn jetzt gerade nicht gestört. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. Ich glaube, ich kann bestimmt laden, bevor ich reingehe, ne? Hier kann ich laden. Ich habe das Gefühl, da ist irgendwas kaputt gerade. Gucken wir nochmal. Ich wollte jetzt nichts mitnehmen. Hallo? Nee, ich kann nicht mit ihm reden. Das ist aber komisch. Okay, dann gehe ich wieder raus. Sowas. Ich gehe jetzt erstmal aus der Unterstadt raus. Da muss ich mal gucken nach Seeheim. Ich meine, irgendwann wollte ich da ja eh hin, aber vielleicht jetzt nicht direkt. Ein bisschen, man sieht es ja immer wieder, im Kampf sind wir ja doch noch ein bisschen limitiert. Einfach, unsere Waffen machen nicht genug Schaden und alles. Also ich glaube, ich werde mal ein bisschen offscreen handwerken. Mal gucken, ob ich schon irgendwas Besseres vielleicht machen kann. Was einfach mehr Grundschaden macht. Ob das jetzt verzaubert ist oder nicht. Nee. Arbeit, da geht's lang. Arbeit. Sagt Thumann, der Trinker. Arbeit. Bisschen wie so ein Peon bei Warcraft. Arbeit. Schon irgendwie sehr malerisch hier, ne? Ich meine, es ist nicht schön, aber ich finde es faszinierend, dass sie das hier unten reingebaut haben, in den Fels. Ich meine, hier kommt ja ein bisschen Tageslicht, ganz klein bisschen Tageslicht rein. Ich glaube, das war jetzt falsch, wo ich hin bin, oder? Ist das der richtige Weg? Bin ich letztes Mal auch durchgelaufen?
Nee. Hallo, nee, ich hab mich vertan, sorry. Shit. Das war die falsche Richtung. Ich wollte hier gar nicht. Hallo, lass mich in Ruhe. Ich bin irgendwie falsch gelaufen. Man sollte nicht immer den Questmarkern folgen. Geh mal auf den Barackenplatz. Ich möchte auf den Marktplatz, glaube ich, wieder. Ich meine, da war, bin ich letztes Mal nicht lang gelaufen. Oder doch? Gott, ich weiß es nicht. Ist der immer noch hinter mir her? Ja, der ist immer noch hinter mir. Uah, geh weg. Lass mich in Ruhe. Ich hätte gar nicht da runter gemusst. Ich hätte hier lang gemusst, genau. Hier, 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 hier. Vielleicht kann ich ihn ja abschütteln, wenn ich hier, Unterstadt Hauptkaverne, da wollte ich nämlich hin. Ich weiß gar nicht, wieso mir der Questmarker dahin zeigte. Ich wollte jetzt gerade nicht so einen Typen mit einem dicken Zweihänder. Oh, der ist immer noch hinter mir her. Alter Verwalter. Ich habe keine Lust darauf. Geh weg. Schön aus der Unterstadt raus. Dann kann der, wenn er mich hier oben angreift, können sich die Wachen darum kümmern. Echt mal. Also falls der wirklich noch hinter mir her ist. Gerade hatte ich wieder einen roten Punkt in der Anzeige. Panik. Unglaublich. Wilde Flucht. Ah, jetzt habe ich auch noch einen Frosch im Hals. Ganz super. Kommt der jetzt da hinterher? Kann die Wache sich um den kümmern? Ich bin immer noch im Kampf. Das ist schlecht. Schreit es denn hier? Ja. Aber hier war. Hier, ein Hängemoos. Hab ich das richtig gesehen. Ah, hier von der Seite. Okay, jetzt habe ich ihn hin. Habe ich ihn dann doch abgehängt. Gott sei Dank. Okay, jetzt werde ich auch mal einen Cut machen. Schreitet wohl. Ach, wie cool hier. Einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Bierkeller. Ah, sehr geil. Willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Leider gar nicht, weil ich nichts habe. Aber ist okay, danke. Ein Spielmann. Die Brauerei. Ja, ich werde jetzt mal zurückgehen. Ich glaube ins Fremdenviertel. Ich musste gerade überlegen, wo das ist. Wo meine Kiste steht. Und dann werde ich als nächstes mal ein bisschen offscreen handwerken. Versuchen, offscreen zu handwerken. Mal gucken, wie weit ich komme. Das mit den Vorlagen und so muss ich mir mal in Ruhe angucken. Und dann hoffe ich, dass ich beim nächsten Mal vielleicht schon mal was hergestellt habe, was dann schon ein bisschen hilfreich im Kampf ist. Oh nein, das ist was Neues. Ich bin irgendwo anders gegangen. Ah, neuer Ort entdeckt. Wie nett. Hust mich nicht an. Ich mag nicht angehustet werden. Oh Gott. Ja, vollkommen falsch, aber okay, neues Gebiet ist ja auch nicht schlecht. Okay, ja, gut. Torhaus. Matrose. Könnte man einiges durchsuchen, aber da weiß ich dann wieder nicht, ob es nicht klauen ist, wenn man was rausnimmt. Ja, vielleicht gehe ich dann doch nochmal in den Hafen. Das wäre auch noch eine Idee. Den Hafen mal noch anschauen. Das haben wir nämlich noch gar nicht gemacht. Ja gut, dann machen wir das in der nächsten Folge. Ich mache jetzt aber hier einen Cut. Bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Macht's gut, tschüss, ciao und bis dann.